Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte Sie sehr herzlich begrüßen zum heutigen Webinar. Das Thema ist, wie wir Sie schon informiert haben, dass unsere Partnerschaft mit XTB demnächst mit Ende des Jahres endet und wir hier versuchen, einen guten Ersatz zu finden, indem wir auch mit FX Flat mehr oder weniger präsentieren möchten. Vielleicht ein paar erklärende Worte auch zu der jetzigen Situation, die für uns eigentlich auch sehr überraschend gekommen ist, dass XTB mit uns mehr oder weniger den Vertrag kündigt. Wir hatten ja mit XTB eigentlich größere Pläne auch im Ausbau der Kooperation. Ich bin ja auf der WOD am XTB-Stand aufgetreten, habe dort auch Vorträge gehalten und so weiter, und eigentlich war das ganze Verhältnis sehr gut. Wir hatten hier auch einiges geplant gehabt für den Herbst, für den Winter, für das nächste Jahr, um hier auch gemeinsame Aktionen zu machen. Man hat auch den Vorteil im Agina Trader erkannt, dass das hier eine Plattform ist, die eigentlich gegenüber der X-Station einen großen Vorteil bietet. Und deswegen waren auch sehr viele Aktivitäten geplant gewesen, XTB. Dann haben wir auch ein Programm ausgearbeitet, ein Ausbildungsprogramm und so weiter. Und das war eigentlich geplant, dass wir jetzt Anfang oder Mitte November damit losstarten. Und eigentlich zwei Tage, bevor wir mit diesem Ausbildungsprogramm und mit den ganzen Aktivitäten losstarten wollten, hat uns XTB Deutschland informiert, dass XTB global beschlossen hat, alle externen technischen Anbindungen zu stornieren bzw. zu schließen, weil man sich innerhalb von XTB nur mehr auf die X-Station konzentrieren möchte und keine Tools von außerhalb XTB über das API mehr zulassen wird. Das war natürlich für uns eine Situation, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben. Das war auch für XTB Deutschland eine Überraschung, weil wir hier sehr intensiv eigentlich zusammengearbeitet haben, hier etwas zusammen zu bewegen. Und dann sind wir eben genau vor dieser Tatsache gestanden, dass wir XTB als Anbindung verlieren werden. Wir haben mittlerweile noch versucht, eine technische Lösung zu erarbeiten, wo wir über dieselbe Technologie weitermachen können, um auf X-Open Hub Server zu verbinden. Das hat sich aber jetzt in den letzten Tagen herausgestellt, dass das aus organisatorischen, regulatorischen Gründen und so weiter nicht möglich ist oder nicht so schnell möglich ist, um Ihnen eine Ersatzlösung zu bieten und auch technische Voraussetzungen nicht möglich gewesen wären, um das wirklich auf die Reihe zu bringen. Und daher haben wir uns dann jetzt kurzfristig entschlossen, Ihnen hier eine Lösung auch zu bieten, haben uns mit FXFED auch zusammengesetzt, um hier das zu besprechen. Und daher auch dieses Meeting, dieses Webinar heute, dass wir Ihnen FXFED, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten, als Ersatzlösung für XTB anbieten. Ich kann aus der Vergangenheit FXFED nur extrem empfehlen. Wir hatten immer die besten Rückmeldungen, wenn es um Support gegangen ist, wenn es um Zusammenarbeit gegangen ist, wenn wir hier auf einer Basis gearbeitet haben, wo dann eine oder andere technische Problem in der Anbindung mal passiert ist und so weiter, um hier auch wirklich eine Lösung, die wir ja jetzt gemacht haben, und zwar über einen MetaTrader 5, um das auch wirklich in eine absolut perfekte Situation zu bringen. Diese Anbindung, die wir heute Ihnen auch kurz zeigen werden, läuft ja schon sehr lange, es sind ja sehr viele User auch drauf, und das möchte ich dann noch kurz zeigen, wie das funktioniert. Ich möchte aber jetzt an dieser Stelle zuerst einmal das Wort an Nelson übergeben, Nelson Cardoso, der bei FXFlat verantwortlich ist, auch für unsere Zusammenarbeit, und er wird hier kurz eine Vorstellung machen, was FXFlat kann, wie FXFlat auftritt, wie unsere Zusammenarbeit auch war in der Vergangenheit. So, bitte Nelson, ich würde dich bitten, dass du mal kurz das übernimmst und hier dich mal kurz und FXFlat vorstellst. Kann man mich gut hören jetzt? Ja, von meiner Seite alles okay. Okay, super. Gut, dann, also, jetzt aber noch.
Schönen guten Abend zusammen. Vielen Dank, Gilbert, für die Einleitung. Natürlich kann ich nur bestätigen, was du bezüglich der Zusammenarbeit gesagt hast. Läuft wirklich seit Jahren sehr erfolgreich und vielen Dank auch für die Möglichkeit, FXFET hier kurz vorstellen zu können und dass du uns jetzt für die Situation entsprechend als Alternative empfohlen hast. Bevor ich gleich mit der kurzen Präsentation wirklich mit den wichtigsten Punkten dann anfange, möchte ich mich natürlich kurz vorstellen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich bin hier bei FXFET mittlerweile schon fast seit 10 Jahren im Business Development zuständig und im Sales Team und habe hier eine kleine Präsentation entsprechend erstellt, damit Sie einige wichtige Aspekte und Informationen über FXFET bekommen und gegebenenfalls dann sich am Ende dann auch für uns entscheiden, um den Agena Trader weiterhin erfolgreich nutzen zu können. Aber um nicht von der Präsentation abzulenken, werde ich dann die Kamera jetzt wieder abschalten und starten wir dann auch mit der Präsentation, beziehungsweise können Sie natürlich jederzeit Fragen stellen, wenn etwas unklar ist oder Sie da bestimmte Details noch wissen möchten. Selbstverständlich auch im Nachgang haben Sie immer noch die Möglichkeit, uns zu erreichen und das Team von Agena Trader steht Ihnen ja auch zur Seite. Ja, vielleicht ganz kurz ein paar Punkte, wer FXFET überhaupt ist und entsprechend, was wir anbieten. Sie sehen ja hier direkt als ersten Punkt haben wir den Standort hier in Deutschland. Also wir sind ein in Deutschland ansässigen Broker mit Unternehmenssitz in Ratingen bei Düsseldorf. Und FXFET ist tatsächlich damals 1997 sogar schon aus einer Vermögensverwaltung entstanden und seit 1998 haben wir auch die gültige BaFin-Lizenz bis heute und haben eine doch lange Historie. Gilbert kennt unseren ganzen Weg mittlerweile und heute sind wir, wie gesagt, hier Spezialist für CFDs, Futures und Spot Forex. Wir haben noch einen anderen Geschäftszweig, aber das soll hier heute nicht darum gehen heute. Und wir werden gleich natürlich über Gebühren sprechen, über Einlagenversicherung, Einlagenschutz für den Kunden selbstverständlich, welche Produkte bieten wir an, damit Sie ja wirklich über die wichtigsten Sachen, die Sie interessieren, einen kurzen Überblick gewinnen können. Hier vielleicht noch ein Punkt zu erwähnen. Selbstverständlich haben auch die Privatanleger bei uns keine Nachschusspflicht nach den Maßgaben der ESMA und selbstverständlich auch seit kurzem, sage ich jetzt mal auch von der BaFin, was die Futures betrifft. Tatsächlich haben wir die Futures nachschusslich schon vor der BaFin-Entscheidung auch entsprechend hier für Privatkunden schon nicht mehr gehabt und waren da schon proaktiv unterwegs. Von daher war das auch für uns keine Umstellung. Ja, hier habe ich auch den Punkt schon mal erwähnt. Wir haben eine Einlagenversicherung bis zu 1 Million. Dazu werde ich gleich natürlich da ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, weil wir auch hier im Support diesbezüglich auch viele Fragen haben. Und vielleicht als letzten Punkt, ich kenne tatsächlich jetzt nicht oder weiß jetzt nicht, habe die Informationen nicht gehört, wie da deine Kunden ansässig sind, aber wir haben hier den Kundensupport entsprechend auf Deutsch, Englisch und seit einigen Jahren sogar schon jetzt auch auf Niederländisch, so wird das wir eigentlich ganz gut hier alles abdecken können. Gebühren ist ja für die Kunden mit das wichtigste Thema, selbstverständlich, und das nehmen wir sehr ernst, das Thema, und wollen da auch hier natürlich sehr konkurrenzfähig sein. Sie sehen hier für die eine der zwei wichtigsten Symbole hier bei uns oder Handelsinstrumente, die gehandelt werden, DAX und Dow Jones, haben entsprechend einen Spread von oder beziehungsweise ab 1,2 Punkte und 1,5 Punkte
Da sind wir ganz gut aufgestellt, weil wir auch anders als andere Broker nicht nur in der Haupthandelszeit, also zum Beispiel beim DAX von 9 Uhr bis 17.30 Uhr, wenn Xetra aufmacht oder eröffnet ist, sondern tatsächlich von 8 bis 22 Uhr können wir diese Spreads anbieten. Ich weiß, dass einige Kunden dann immer fragen, was bedeutet ab? Wir haben diese Spreads sehr stabil, selbstverständlich, und Sie wissen das oder vielleicht haben Sie die Erfahrung schon gemacht, wenn es Wirtschaftsdaten oder externe Ereignisse gibt und wir Fast-Move-Situationen haben und das Orderbuch leer ist, dann kann sich natürlich das Spread in dem Moment erweitern. Aber in der Regel haben wir diese, können wir diese Spreads auch, wie gesagt, von 8 bis 22 Uhr entsprechend anbieten. Erwähnenswert wäre hier vielleicht auch noch den Euro-US-Dollar. Da haben wir einen 0,9 Pips-Spread. Und diese sind auch die einzigen Kostenpunkte, die Sie tatsächlich hier bei uns haben, also der Spread, wenn Sie CFDs bei uns handeln. Ich habe es ja auch nochmal als in den ersten Punkt nochmal geschrieben, kommissionsfreier Handel auf alle CFDs. Bei uns, wenn Sie CFDs handeln, bezahlen Sie tatsächlich nur den Spread. Selbstverständlich ist die Kontoführung für Sie kostenfrei. Ein- und Einzahlung können Sie ebenfalls kostenfrei vornehmen. Hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten, wie klassische Bank überweisen, PayPal, sofort überweisen, Kreditkarte, Skrill und einige mehr. Also da werden Sie sicherlich die eine Möglichkeit dann auch finden, womit Sie dann entsprechend auch Ihren Zahlungsverkehr erledigen möchten. Und bei uns gibt es keine Inaktivitätsgebühr. Das ist ja mittlerweile schon recht verbreitet, aber immer noch nicht selbstverständlich. Aber das haben Sie hier bei uns. Und was Sie auch kostenfrei bei uns hier haben oder beziehungsweise beantragen können, sind entsprechend die Steuer- und Verlustbescheinigung. Da sind einige Fristen natürlich einzuhalten, zum Beispiel was die Verlustbescheinigung betrifft. Aber das geschieht hier bei uns kostenfrei. Und wenn Sie sich für uns entscheiden, dann können Sie das Konto bereits ab einem Euro eröffnen. Stellt sich natürlich die Frage, inwieweit Sie mit einem Euro dann weiterkommen. Aber da ist die Kontoeröffnung entsprechend möglich. Ja, einfach nur eine kurze Auswahl oder Überblick über die CFDs, die Sie bei uns handeln können. Ja, ich denke mal, die wichtigsten Sachen sind hier abgebildet, beziehungsweise steht Ihnen dann oder würde Ihnen dann zur Verfügung stehen. Bei Einzelaktien weiß ich auch, dass da immer Nachfragen sind für bestimmte Aktien. Es ist so, dass Sie selbstverständlich auch Wünsche äußern können und Einzeltitel auch nachfragen können, falls wir diese nicht anbieten. Und wir versuchen das selbstverständlich dann entsprechend auch in unser Portfolio mit aufzunehmen. Hier unter EU-Aktien zum Beispiel sind natürlich deutsche und holländische Aktien vertreten. Und bei den asiatischen Aktien haben Sie einige chinesische Titel, die entsprechend auf US-Dollar-Basis gehandelt werden. Alles andere, wie gesagt, ich denke, das ist das, was viele handeln, Rohstoffe, Anleihen ist auch in diesem Jahr, besonders in diesem Jahr, ja sehr nachgefragt. Aber Sie haben auch bei uns die Möglichkeit, ETF-CFDs zu handeln. Vielleicht wissen Sie das, aber es ist ja insbesondere bei amerikanischen ETFs nicht immer einfach, die direkt zu handeln. Über Umwege ist das möglich. Aber hier haben Sie über CFDs keine Probleme, diese direkt zu handeln. Dann, wie anfangs schon erwähnt, hatte ich ja gesagt, dass wir uns ja auf der einen Seite spezialisiert haben auf CFDs, aber auch Futures und Forex Spot. Das sind ja auch alles ja, Asset-Klassen, die wunderbar ja auch mit dem Agena Trader handelbar sind. Dafür, insbesondere für Futures auch, bietet der Agena Trader ja viele Funktionen. Aber ich glaube, über Agena Trader brauche ich Ihnen ja heute nichts erzählen. A, ist der Gilbert natürlich der bessere Ansprechpartner und B, nutzen Sie den ja bereits und von daher brauche ich Ihnen da nichts mehr dazu zu sagen.
aber natürlich über unsere Konditionen, die wirklich sehr gut sind in diesem Bereich. Ja, die Gebühren, das sind tatsächlich dann auch die einzigen, die sie bei uns handeln, wenn sie bei uns handeln. Also für Futures gibt es eine entsprechende Kommission. Dazu kommen dann auch hier Marktdaten, die sie bei uns beantragen können. Level 2 von CQG. Auch bei den meisten Argentina Trader User wahrscheinlich auch bekannt, die Firma. Und es besteht sogar die Möglichkeit für aktive Futures Trader entsprechend die Marktdaten auch kostenfrei zu bekommen. Aber dafür gibt es eine Unterseite bei uns, da können Sie diesbezüglich da mehr Informationen entsprechend einholen. Ich finde, dass unsere Margin, Intraday Margin, ja, sehr konkurrenzfähig ist. Wir starten hier mit dem MicroDAX ab 60 Euro. Es gibt sogar einige Futures, da liegen wir sogar mit den Intraday Margin sogar noch drunter. Aber wenn man jetzt hier die Produkte nimmt, die natürlich ja, populär sind, dann einmal mit dem MicroDAX und E-Mini, DAO etc. sind wir da sehr gut aufgestellt. Auf der rechten Seite sehen Sie noch den Punkt Forexpot und da sind wir als Firma, als FXZ sehr stolz, dass wir das so auch anbieten können. Also Sie haben bei uns die Möglichkeit, tatsächlich in, im Interbankenmarkt Währungspaare zu handeln und unabhängig, was für einen Status Sie haben, also Privatkunde oder entsprechend Professional, wenn Sie als Professional eingestuft sind, können wir und dürfen wir einen Hebel von 1 zu 200 anbieten bei Forexpot. Wir haben 28 Forex-Paare, das sind die sowohl die Majors als auch die Minors, die hier vertreten sind. Und um das aber auch tatsächlich so anbieten zu können, ist die Handelszeit leicht begrenzt, also von 0 Uhr bis 22 Uhr am Abend. Dann ist eine kleine Pause und dann können Sie entsprechend wieder mit dem Handel starten bzw. den Handel aufnehmen. Das bedeutet aber auch, dass Sie die Positionen nicht mit in den nächsten Tag mitnehmen können. Das ist tatsächlich hier ein Spezialfall, auch bezogen auf den Hebel, dass Sie dann entsprechend nur intraday die Forex-Paare handeln können. Diese Seite wird vielleicht den einen oder anderen verwirren, denn wir sprechen ja heute hier über den Argentina Trader. In Ihrer E-Mail, die Sie ja gestern bekommen haben, mit den ersten Informationen, hat Argentina, das Argentina Trader Team ja schon erste Informationen Ihnen mitgegeben. Unter anderem auch, dass die Verbindungstechnologie ja sich ja verändert, wenn Sie sich dann für FXZ entscheiden. Und deswegen habe ich auch diese Folie hier mit eingebaut. Bei uns ist es so, dass der MetaTrader 5 als Basis dient, als Referenzkonto, damit Sie entsprechend mit dem Argentina Trader handeln können. Gebert wird ja nach meinem Vortrag Ihnen auch natürlich kurz zeigen, wie es in der Praxis dann aussieht, wie die Verbindung hergestellt werden kann, so dass Sie dann mit dem Argentina Trader handeln können, aber im Hintergrund eben das MetaTrader 5 Konto Ihre Referenz ist. Ja. Und ja, dann hier nochmal, worum es eigentlich geht heute. Selbstverständlich haben wir den Argentina Trader wirklich seit sehr, sehr lang schon im Portfolio und handeln auch sehr erfolgreich. Also unsere Kunden, die das auch haben, handeln sehr stabil und erfolgreich damit. Wir waren ja auch immer zwischendurch beteiligt, auch in der Entwicklung, insbesondere auch was MetaTrader 5. Als es damals angefangen hat, haben wir natürlich auch hier geholfen und vieles mitgetestet. Und das ist, muss ich sagen, wirklich eine stabile Verbindung mittlerweile geworden. Und ich glaube, eine sehr gute Alternative zu Ihrem jetzigen System. Ja, wie anfangs angekündigt, immer ein wichtiges Thema, auch hier bei uns in Kundensupport, der Einlagenschutz. Und ich möchte
Das finden Sie natürlich alles auch auf der Webseite, ja. Also falls Sie dann nochmal ein bisschen sich Zeit nehmen möchten und da noch ein bisschen genauer alles durchlesen möchten und dann noch Nachfragen haben, finden Sie das also bei uns auf der Webseite. Aber ich möchte natürlich trotzdem kurz die unser Drei-Säulen-System, so nennen wir das auch hier, vorstellen, wie entsprechend Ihre Einlagen bei FXZ geschützt sind. Also zunächst einmal, und das ist ja, ja Pflicht, dass wir hier an der Stelle segregierte Konten haben. Also Ihr Kapital ist auch tatsächlich vom Firmenvermögen getrennt. Und das müssen wir selbstverständlich auch so machen. Und das wäre dann die erste Säule. Das heißt, wenn irgendwas mit dem Firmenvermögen passiert oder insgesamt mit der FXZ, ist Ihr Kapital tatsächlich von der Firmenmasse getrennt an der Stelle. Als zweite Säule haben wir die gesetzliche Einlagensicherung. Wir sind Mitglied oder auch in der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen. Und da ist es so, dass ein entsprechender Anspruch besteht bis zu 90% bzw. maximal zu 20.000 Euro pro Anleger. Das ist, bieten wir selbstverständlich auch an. Und darüber hinaus kommt dann etwas, was wir zusätzlich für unsere Kunden gemacht haben, nämlich unsere Zusatzversicherung, die dann ab dem Betrag über 20.000, wo die gesetzliche Einlagensicherung dann nicht mehr greift, greift dann unsere Zusatzversicherung. Und hier ist es so, dass die Kundengelder entsprechend bis zu 1 Million abgesichert sind. Spannend an der Stelle ist auch, dass auch Trading GmbHs, die seit der Änderung des Steuergesetzes für viele in Betracht kam und wo auch sehr, sehr viele tatsächlich solche Trading GmbHs auch gegründet haben, ob es eine GmbH war oder UG oder auch in Einzelfällen auch AGs, ist es hier so, dass diese mit abgesichert sind. Es gibt ein paar Ausnahmen, wenn es eine operative Gesellschaft ist, aber das würde jetzt tatsächlich auch den Rahmen sprengen. Insgesamt für den Privatanleger und auch für Trading GmbHs gelten eben diese drei Säulen als Absicherung bzw. Einlagenschutz. Ja, dann darf man auch stolz sein, wenn man auch entsprechende Auszeichnungen bekommt. Insbesondere ist uns wichtig, und das hatte der Gilbert auch anfangs aus seinen eigenen Erfahrungen und auch Feedbacks von den Kunden Ihnen ja auch schon kurz mitgeteilt, ist uns der Kundensupport sehr wichtig, und da legen wir wirklich sehr viel Wert drauf, und uns macht es natürlich glücklich und stolz, wenn dann auch wirklich unabhängige Instituten wie DKI oder Fuchsbrief entsprechend uns testen und uns diesbezüglich auch auszeichnen. Auch hier Euro am Sonntag ist ja auch kein unbekanntes Blatt. Freut uns und motiviert uns natürlich da entsprechend genauso und sogar besser zu arbeiten. Wie ich gesagt habe, ich wollte Ihnen wirklich nur einen kurzen Überblick geben. Ich weiß, dass im Nachgang natürlich dann Fragen aufkommen. Selbstverständlich haben Sie auch hier die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber so haben Sie schon mal einen ersten Überblick bekommen, wer FXZ überhaupt ist, was wir anbieten. Decken wir das ab, was Sie jetzt bei XTB entsprechend gehandelt haben oder auch als Service gehabt haben. Und natürlich ist unser Wunsch, dass das dem so ist und dass wir da entsprechend für Sie als Alternative in Frage kommen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sehen Sie auch hier auf der linken Seite unsere Kontaktdaten und wann unser Kundenservice erreichbar ist. Vielleicht als Ergänzung, unsere Handelsabteilung ist selbstverständlich von Sonntagabend bis Freitagabend online und steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Fragen zur Position haben. Also da ist immer entsprechend, sind Kollegen stehen für sich zur Verfügung. Und ansonsten können Sie auch bei uns jederzeit auch
für jegliche Frage kontaktieren. Sie haben auch parallel auch das Agile Trader Team steht Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben bezüglich Ihrer Lizenz. Was passiert damit? Wie wandle ich das oder ändere das auf FXFlat etc.? Da kontaktieren Sie bitte das Agile Trader Team. Ansonsten stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Und ich stehe natürlich auch weiterhin zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben. Und übergebe jetzt gerne das Wort wieder zurück an Gilbert und bedanke mich, dass ich hier die Möglichkeit hatte, uns mal kurz vorzustellen. Ja, Nelson, vielen Dank für deine Ausführungen. War eine gute und detaillierte Übersicht über das Service, das ihr anbietet. Ja, ich werde jetzt mal kurz den China-Trader noch die Verbindung vorstellen mit FXFlat, wie das ausschaut, wie das mit dem MetaTrader 5 ausschaut. Vielleicht werden da noch ein paar Fragen aufkommen. Sollte aber eine relativ einfache Sache sein, das hier Ihnen zu zeigen und auch die Verbindung, wie man die Verbindung herstellt. Einen kleinen Moment, ich übernehme hier gleich. Ja, wir sehen die Plattform. Alles klar, okay, gut. So, ja, dann möchte ich hier mal kurz vorstellen, wie das auch funktioniert. Man sieht ja den China-Trader in seiner Vielfalt, in seiner Pracht hier. Und wie gesagt, hier geht es ja auch darum, um wirklich einen Ersatz auch zu schaffen für XTB, damit Sie auch sehen, was hier auch gehandelt werden kann, um das weiter auszuführen, was der Nelson schon kurz vorgestellt hat. Und das kann ich Ihnen jetzt ganz einfach in einigen wenigen Erklärungen hier auch zeigen, wie das läuft, wie die Verbindung auch zwischen dem Agina Trader und dem MetaTrader 5 auch läuft. Sie sehen hier den Agina. Man sieht hier auch die unterschiedlichen Tabs, die Sie ja schon auch kennen. Die Symbolbezeichnung im Agina Trader ist ein bisschen anders als mit XTB, aber Sie haben hier die unterschiedlichen Tabs. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel die Forex CFDs, die Miners, eine lange Liste. Wir haben hier die Majors, die Forex Majors, einige wenige drinnen, was wirklich die Majors sind. Wir haben hier zum Beispiel German Stocks, wir haben hier die Indizes zum Beispiel drinnen, wo man auch sieht, das sind hier zum Beispiel der australische ES35 und so weiter, französischer. Wir haben hier den Hongkong, wir haben Japan, wir haben den N25 drinnen, Stock 50 und so weiter. Das heißt, hier mal die ganzen wichtigen Aktienindizes, die man hier findet oder benötigt. Wie das Ganze jetzt funktioniert, ist, dass auf der Seite des Agina Traders der MetaTrader 5 läuft. Das heißt, sobald Sie auf MetaTrader verbinden, macht sich auch der MetaTrader auf und es werden die Daten direkt aus dem MetaTrader ausgelesen. Das heißt, wir haben hier eine direkte Verbindung, dass die Trades bzw. die Daten, die Sie hier in den Agina Trader reinholen, direkt über den MetaTrader gelesen werden. Das heißt, Sie haben 1:1 dieselbe Ausprägung als MetaTrader 5 auch haben. Die Verbindung läuft so, dass wenn Daten gelesen werden, wird hier auf dem MetaTrader 5 verbunden, ist der MetaTrader 5 verbindet auf den Server und holt sich die Daten von FXFlat, vom FXFlat Server in den MetaTrader und werden dann übertragen in den Agina Trader. Das hat grundsätzlich, muss ich auch sagen, von der Qualität und von der Geschwindigkeit hier, sind wir mit dem MetaTrader 5 hier besser aufgestellt als mit XTB. XTB hat immer beim Datenladen doch eine Zeit benötigt, bis die ganzen Daten geladen wurden. Das ist eigentlich die Performance, ist mit der MetaTrader 5 Verbindung ist sie um einiges performanter und besser als mit XTB. Eine Sache, die hier auch noch zu erwähnen ist, ist das, dass wir mit XTB immer wieder bei Aktien das Problem hatten, dass teilweise die historischen Daten nicht sauber abgebildet wurden und dass es immer wieder großen Spikes bzw. zu extrem langen Kerzen gekommen ist in den Charts, wo dann wirklich die Historie nicht sauber auslesbar war. Das ist hier um einiges besser. Die Datenqualität über den MetaTrader ist in diesen Fällen weitaus besser. Und wir können hier wirklich mit sehr guten Datenqualitäten auch arbeiten. Eine Frage ist schon gekommen, ob die Aktien-CFDs, ob die in Echtzeit sind.
ja, die sind in Echtzeit. Das heißt, das, was Sie im MetaTrader sehen, wird auch im Machina Trader in Echtzeit übertragen. Kann ich Ihnen natürlich hier auch... Vielleicht nur eine kleine Ergänzung dazu. Ja. Das ist tatsächlich so, dass, wie gesagt, außer bei Futures, Sie selbstverständlich für die CFDs und Forex auch Realtime-Daten auch kostenfrei dazu bekommen. Ja, okay, gut. Wie schaut eine Verbindung aus? Das ist eigentlich relativ einfach auch einzustellen, wenn man auf die Kontoverbindungen geht. Ich richte jetzt keine neue ein, das würde jetzt im Ladeprozess ein bisschen dauern, aber nur, dass Sie auch sehen, wie das dann im Endeffekt ausschaut. Es ist relativ einfach, wenn man auf den Verbindungsprozess geht. Man hat hier FX Flat, man nimmt hier als Provider den MT5-Connector und wählt hier einfach den MetaTrader 5 Terminal aus. Das heißt, man gibt hier ein, die werden auch vorgeschlagen, die werden vom System erkannt. Und wenn ich hier einen MetaTrader 5 Terminal am Laufen habe, dann wähle ich den hier ganz einfach aus. Natürlich, das System muss wissen, welcher MetaTrader hier auch angesprochen werden muss, oder um ihn zu starten. Dann ist aber eigentlich nicht mehr einzugeben, als dass man hier noch auswählt, wohin man verbinden möchte im MetaTrader, beziehungsweise seine Login-Daten und sein Passwort eingibt. Und das war es dann eigentlich schon. Danach bekommt man auch einen MT5 FX Flat MetaTrader 5 Workspace zur Auswahl, den man sich runterladen kann und mit dem man dann mehr oder weniger gleich loslegen kann, wann auch verbunden ist. Wir sehen hier, wir sind hier zu FX Flat verbunden. Es sind hier im Moment 145 Symbole auch mit dem Agena Trader verbunden und die können dann natürlich auch, sobald verbunden worden ist, kann damit natürlich auch schon gehandelt werden. Also das heißt, der Verbindungsprozess auf den MetaTrader 5 ist relativ einfach, weil man hier auch sich ganz einfach den MetaTrader 5 auswählen kann. Man gibt seine Credentials ein, man gibt seine Login-Daten ein und man ist dann bereits verbunden. Wie man sieht, hier ist das Testkonto, das wir hier haben, 27804 ist auch hier eingetragen worden. Man gibt hier noch das Passwort ein, das man im MetaTrader auch verwendet und man ist dann auch schon verbunden. Das heißt, vom Verbindungsprozess ist das Ganze eigentlich eine sehr simple und einfache Sache. Nichts Aufwendiges, eigentlich gleich, wie man es auch von den anderen Verbindungen hier benötigt. Natürlich muss der MetaTrader 5 zuerst runtergeladen und installiert werden. Und dann kann er, sobald das passiert ist, kann er natürlich auch sofort aus dem Machina Trader, sobald verbunden ist, auch verwendet werden. Funktionieren tut das Ganze ganz einfach. Ich habe hier natürlich alle Möglichkeiten, die wir schon kennen, dass ich hier Orders eingeben kann. Eine Sache, die hier vielleicht auch noch zum Erwähnen ist, ist das, dass wir hier auch die Lots abbilden. Das heißt, wir im Agena Trader arbeitet man ja immer mit Full Units. Das heißt, dass man die Zahl der zu handelnden Symbole hier eingibt. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass man dann auch sieht, was bedeutet das in Lots. Das heißt, Sie können das direkt dann auch mit dem MetaTrader vergleichen, wenn Sie im MetaTrader sehen, okay, das sind 0,1 Lots, die gehandelt werden. Wenn Sie hier eingeben, zum Beispiel 20.000, dann sieht man auch hier sofort, dass sich auch die Lotanzahl verändert und Sie können das dann auch im MetaTrader sofort auch vergleichen, was es heißt, wenn Sie hier 20.000 handeln, wie viele Lots das dann im MetaTrader sind. Können ganz normal hier bestätigen, die Orders werden dann rübergeschickt auf den MetaTrader und sind dann mehr oder weniger im MetaTrader auch ersichtlich und Sie können das immer direkt auch abgleichen. Was natürlich auch den Vorteil bringt, dass man auch wirklich die Sicherheit hat, ist das, was Sie im Agena Trader sehen, auch im MetaTrader ersichtlich. Sie können natürlich ganz normal auch, wie Sie gewohnt sind, mit dem Agena Trader arbeiten. Wir haben hier alle Möglichkeiten des Orderings, das Sie auch bisher gewohnt waren. Sie können AT++ einsetzen, funktioniert wunderbar. Sie klicken hier drauf. Sie sehen hier, was hier an Order Sizes vorgeschlagen wird. Sie sehen hier auch die Möglichkeit, das Risiko einzugeben, wie Sie es eigentlich gewohnt sind. Das heißt, es gibt hier keinen Unterschied zwischen dem Komfort, den Sie bis jetzt mit XTB gewohnt waren, beziehungsweise Sie natürlich auch über FX Flat, über den MetaTrader 5 bekommen. Da gibt es hier absolut keine Unterschiede. Sie können hier natürlich die Orders bestätigen. Sobald der Markt hier raufkommt, die Order abholt, wird es natürlich auf den MetaTrader 5 übertragen und wird dann mehr oder weniger auf dem FX Flat MetaTrader Server auch dementsprechend gehandelt und exekutiert. Das heißt, kein Verlust von irgendwelchem Komfort.
sehr komfortable Anbindung an den MetaTrader, keine Restriktionen oder sonst irgendwas. Auch die Märkte, die Sie handeln können, zeige ich Ihnen jetzt auch mal kurz, dass Sie hier die, sagen wir es hier, da sieht man es besser, Container List Chart Group, dass Sie hier auch sehen, man kann hier die Energie-CFDs, das heißt, das sind die Commodities, die normalen Metals, man kann hier die Crypto-CFDs handeln, man kann ETFs handeln, wie Sie schon gesehen haben, wir haben hier die Forex Majors, wir haben hier die Forex Miners, wir haben zur Auswahl Spot Major, Spot Miners, wir haben Indizes, wir haben die asiatischen Stocks, die deutschen Stocks, die niederländischen Stocks, die US-Stocks. Das heißt, die Auswahl ist hier fast ident mit dem, was Sie bis jetzt gewohnt werden. Die Vielfalt ist gegeben hier. Sie können alles handeln. Und was auch noch der große Vorteil ist, ist auch das, was Nelson auch schon erwähnt hat, ist, dass Sie über MetaTrader 5 auch die echten Futures handeln können, falls Sie das möchten. Das heißt, hier gibt es auch die Möglichkeit, über CQG Futures zu handeln. Macht auf jeden Fall auch Sinn, hier diese Asset-Klasse auch mit in Betracht zu ziehen. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht sehr viel zu erklären. Wie gesagt, die Vielfalt ist gegeben. Die Handelsmöglichkeiten sind komfortabel und FX Flat ist unseres Erachtens ein toller Broker. Wir hatten, wie gesagt, schon die besten, lange Erfahrung, die besten Erfahrungen. FX Flat war einer der ersten Broker, die wir überhaupt, mit denen wir überhaupt in Kooperation getreten sind von Beginn an. Und ja, das war immer eine coole, tolle Zusammenarbeit, die wir nur herzlichst empfehlen können. Ich schaue jetzt mal kurz rein, welche Fragen hier gestellt werden noch. Level 2, Nelson, das musst du jetzt beantworten mit den Futures, aber ich glaube, die werden auch geliefert. Das habe ich jetzt, die müssen, ja, glaube ich. Ja, da hatte ich auch auf der Folie auch mit erwähnt. Sie haben Level 2 natürlich mit unserem Provider CQG und die Marktdaten bei Futures ist ja wie woanders auch, muss entsprechend abonniert werden. Wir sind bei hier auch mit den Konditionen sehr, sehr gut unterwegs. Kann ich auch an der Stelle verraten, das ist ja, steht ja auch überall. Also bei Eurex bezahlen Sie 20 Euro und für die Eurex Futures und 36 Euro ab dem 1.1. CMI hat entsprechend da die Gebühren erhöht, aber bezahlen Sie 36 Euro und wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Also machen Sie gerne den Vergleich und Sie werden sehen, dass viele andere Broker da deutlich teurer sind. Okay, ja, vielen Dank. Ja, gut. Eine Frage ist hier auch noch, ich habe eine alte Version von ChinaTrader. Es gibt keinen MT5-Connector. Wie kann man mit FXFlat die Verbindung erstellen? Da würde ich sowieso raten, sich eine neue Version zu holen. Ich bin hier jetzt auf einer 3.1.041, die werden wir in Kürze dann auch offiziell releasen. Wir haben im Moment offiziell die 3.0.1, das heißt hier nicht 3.1, sondern 3.0.1. Im Browser oder ist es eine 3.02, die jetzt speziell erreichbar ist. Einfach bitte die letzte Version runterladen und installieren und dann sollte das funktionieren. Wenn Sie Probleme haben natürlich mit der Verbindung, es gibt unseren Support, der wird sich zeitnah melden und Ihnen natürlich dabei behilflich sein, falls Sie wirklich Probleme haben, hier bei der Einrichtung der FXFlat MetaTrader 5 Verbindung zu helfen, behilflich zu sein. Und wir haben natürlich unseren Support auch darauf angewiesen, hier auch sensibel zu sein, dass man hier auch effizient weiterhelfen kann. Kommen wir zur nächsten Frage, sind die Datenangaben im AT Trading Journal Manager identisch mit den Angaben im führenden MT5? Das müsste man sich im Detail anschauen, sage ich mal. Aber normalerweise sind hier, Nelson, ist euch was bekannt, dass es hier Abweichungen gibt? Also nein, aber es kann vorkommen, ich glaube, weil ihr da einen eigenen Umrechnungskurs nehmt, dass im Cent-Bereich mal eine Rundung sich abweichen kann. Aus der Vergangenheit weiß ich das, kannst mich gerne korrigieren, ob das immer noch so ist, aber im Grunde genommen gibt es keine Abweichung und sowieso für Sie als Kunde
ist auch, wie ich gesagt habe, das MetaTrader 5 hier die Referenz, da bitte entsprechend auch immer vergleichen. Genau, also das ist mir auch bekannt, dass es kleine Abweichungen gibt im Umrechnungskurs, da wir nicht den gleichen technischen Gründen nicht den gleichen Umrechnungskurs verwenden können, wie sie in der MetaTrader 5 Plattform verwendet wird. Das heißt, wir holen uns die Umrechnungskurse zeitnah immer von einer offiziellen Plattform, die Umrechnungskurse zur Verfügung stellt. Und da könnte es natürlich dort oder da mal eine kleine Abweichung geben, aber so viel mir bekannt ist, liegt das eigentlich im Cent-Bereich. Ich überlege gerade, ob es sonst noch etwas zu sagen gibt, aber ich glaube, ich bin auch durch mit der Vorstellung. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles gezeigt. Es genau, vielleicht noch ein Hinweis. Wir haben natürlich in unseren Dokumenten, in unserer Hilfe auch eine Installationsanleitung drinnen, wie Sie verbinden mit Hinweisen und so weiter. Das heißt, hier bekommen Sie alle Informationen, die Sie benötigen, auch um auf FX-Flat MT5 auch zu verbinden und da auch keine Probleme zu haben. Und selbstverständlich helfen wir auch diesbezüglich. Ne? Können Sie uns auch? Genau. Ist auch die Frage gekommen gerade, ob auch FX-Flat helfen kann. Natürlich, FX-Flat ist natürlich sich auch über diese Details auch im bewusst, kann hier auch weiterhelfen. Und bietet auch den Support, um hier die Verbindung, falls es ein Problem gibt. Ich glaube, dass unser Wissensstand schon sehr gut ist und wir versuchen schon, und oder anders gesagt, wir können schon sehr viele Fragen auch beantworten. Aber selbstverständlich sind wir nicht so im Detail wie das Sagina Trader Team und da sind wir sehr eng mit denen auch verbunden, sodass wir auch ihr Anliegen natürlich auch gerne weiterleiten. Ja, gut. Ich denke, ich habe auch von unserer Seite hier alles erklärt. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Scheint nicht so. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und würde mich freuen, wenn Sie bei FXFlat Ihr Konto eröffnen würden, das Umrouten von XTB auf FXFlat. Und im E-Mail, das wir ausgeschickt haben, und das werden wir noch ausschicken werden, werden wir auch nochmal die Link reinstellen, über die Sie dann auch auf die Kontoeröffnung hinkommen. Wenn Sie bei FXFlat ankommen, bitte auch kurz erwähnen, dass Sie über GinaTrader kommen. Das vereinfacht ganz einfach die Zusammenarbeit und auch das Aufsetzen der Konten. Für die Leute eine XTB-Version von GinaTrader haben, bitte im Support melden, dort werden wir das Ganze dann umschreiben, umändern, damit Sie dann auch auf FXFlat verbinden können, dass es hier dann auch möglich ist, weil wenn es natürlich eine kostenlose Lizenz gibt, dann ist die gebunden an einen Broker, an eine bestimmte Verbindung und wenn Sie hier eine XTB Single Broker Lizenz haben, dann funktioniert die natürlich nur mit XTB und die müsste dann umgeschrieben werden auf FXFlat. Aber ja, das ist dann alles effizient zu machen. Im Support einfach nur angeben, Sie haben ein FXFlat-Konto eröffnet, bitte umschreiben und dann geben Sie uns noch kurz die Kontonummer Bescheid. Dann wissen wir auch, auf welche Kontonummer wir eintragen, damit Sie das richtige im MetaTrader 5-Konto auch erreichen können. Super, dann möchte ich natürlich auch kurz die Gelegenheit nutzen und mich bei dir zu bedanken hier für die Möglichkeit, und selbstverständlich bei den Teilnehmern, dass sie sich die Zeit genommen haben und mir hier auch ein bisschen zugehört haben. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen schon beantworten und hilfreiche Informationen Ihnen mitgeben. Und wie gesagt, wir stehen auch weiterhin zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich noch einen schönen Abend. Selbstverständlich schöne Weihnachten und für den einen oder anderen natürlich auch einen guten Rutsch, falls wir doch nicht in Kontakt kommen. Und das wünsche ich Ihnen auch alles Gute in Zukunft. Bleiben Sie gesund und dann übergebe ich dann wieder zurück an Gilbert. Danke sehr. Ja, Nelson, vielen Dank. Ich möchte mich dem auch anschließen. Ich wünsche Ihnen auch eine fröhliche Weihnachtszeit, frohe Festtage. Ein paar besinnliche, ruhige Tage, vielleicht mal auch kurz abschalten vom Trading, Kraft sammeln für das nächste Jahr. Und ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn Sie hier diese Option wahrnehmen könnten und wir hier Ihnen auch eine gute Alternative bieten können zu XTB.
ist von meiner Seite aus sehr empfehlenswert, bei FXFlate her zu handeln, und würde mich freuen, Sie hier dann im nächsten Jahr an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, schöne Feiertage und bis bald. Tschüss.